wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus wie ein Terminator. Alter, guck mal, ich sehe aus wie ein Terminator. Bald ist drin, bald ist drin. Oh mein Gott. Bitte bald ist drin. Bitte, bitte, bitte. Bitte bald ist drin. Okay, also, bitte bald ist drin. Auch. Ja, also. Lass uns in den heutigen Daily Shop gehen. Oh Gott, also. Jo Leute, also wir schauen jetzt mal in den Daily Shop rein und gucken mal, was da so am Start ist. Der Item Shop. Ein bisschen leiser, ne? Ja. So. Hier haben wir nach wie vor den Instinct. Ja, ich möchte übrigens wissen, wie die inzwischen jetzt, wie die benotet wurden von den anderen. Also. Ja. Den bringen wir dann aber zum Schluss. So. Hä, wo ist er denn? Ah, da. Uiuiui. Uiuiui. Ja. Leute, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Wieso? Hallo? Wir haben noch die ganzen. Ich weiß. Hä? Was ist mit dir los? Ich schlaf doch dann immer. So, also Reflex. Leute, kennt ihr die alten Videos noch, wo ich immer eingepinnt bin? 4,475. Gleich, kennst du die noch? Nein, weiß ich überhaupt nicht, wovon du sprichst. So, 4,47. Guck mal die Cam richtig. Von das 5. Sieht richtig cool aus. Das sieht scheiße aus. So, also. Gleich keine Kraftausdrücke. Instinct. Ich finde beides ganz nicht so geil. Ich finde es eigentlich ganz cool. Habe ich ja auch mit meiner Note gesagt. Bewiesen, Herr Gleich. So, hier haben wir 4,31 von 5 bei 13 Votes. Dann haben wir die Angular X. Jetzt bin ich gespannt, wie das jetzt bei den anderen Tools ist. Ja, nein, ich bin jetzt zum Beispiel. So, hier haben wir die Angular X. Jetzt bin ich der Tiger. Bist du drin? Ja. So. Angular X 3 von 5. Pivot, schauen wir mal, wie es da aussieht beim Pivot. Ui. Da haben wir 4,25 von 5 bei 4 Votes. So, dann sind wir beim Overtaker. Der sieht ganz nice aus. Ich gebe dem 8 von 10. Gebe ich ihm auch. Ich finde auch jetzt aktuell mit der Schneelandschaft immer noch, finde ich, jetzt macht er wirklich Sinn. Also passt. Da haben wir aktuell 3,98 von 5 bei 58 Votes. Und der Whiteout? 8 von 10. Ebenso Whiteout. Da haben wir jetzt hier 4,2 von 5 bei 44 Votes. Dann haben wir den White Squall, den fandest du mal so geil. Ja. Ist immer noch so? Ja. Was gibt's denn? 7 von 10. Echt? Ich geb dem 9 von 10. Ja, ich finde den ziemlich cool. Vanishing Point. Wow. Vanish Gold. Damit ihre Klamotten wieder glänzen. Geht er gleich? Nee. So, also hier 3,91 von 5 bei 23 Votes. Wieso gibt es eigentlich 26 User Reminders und nur 23 Votes? Ja, weil manche einfach nicht bewerten. So. Inside, was hältst du von dem? 4 von 10, ich gebe dem 6 von 10. So. Warum mir das so klar, dass du 6 von 10 gibst? Hier haben wir 3,39 von 5 bei 18 Votes. Ja, ich finde ihn jetzt nicht so kacke. Der Libre! Ja, sag mal, was. Ich gebe dem mal 7. Gebe ich auch. 7 von 10 für den Libre. Da sind wir dann bei 3,36 von 5 bei 14 Votes. Der Twist! Den macht er gleich schon wieder. 10 von 10. Jo, auch 10 von 10 für den Twist. Definitiv einer der geilsten Emotes. 4,53 von 5 bei 19 Emotes. Ja, den finde ich mega sensationell. Die Ex. Ich hab ihn dir geschenkt. Ja, da bin ich auch total stolz drauf. Dankeschön. So, was gibt's denn der Ex? Boah,
Ey, lass dich mal einmal schlagen, danke. So. Was gebe ich denn der? Die ist nicht so krass. Ich verstehe auch gar nicht, was es sein soll. Das ist 3 oder 4. Aber ich habe einen guten Tag 4 von 10. Ich gebe dir 5 von 10, aber ich weiß nicht, wirklich nicht so wirklich, was das. Naja, egal. Ich bewerte heute ziemlich mild, muss ich sagen. Man kann viel weniger geben. Okay. 3,28 von 5 bei 18 Votes, man kann auch mal mild sein. So, und ja, und dann wir machen die Skins alle zum Schluss durch, aber wir gucken uns demnächst erstmal an. So. Oh, was ist das? Der Fandangle! Das ist grausam. Man kann ja bei Emotes nichts Schlechtes als 4 von 10 bekommen. Echt? Du gibst ihm 4 von 10, dem Fandangle. Schlecht. Ich finde den eigentlich ganz. Du hast vorhin auch gesagt, er war nicht so toll. Ja, aber ich hab gesagt, ich fand ihn ganz witzig. Ja, ich gebe ihm jetzt 8 von 10 oder was? Nö, ich gebe ihm jetzt erstmal 7 von 10 und dann gucke ich mal. Ja, 7 von 10 gebe ich ihm. Und dann gucke ich erstmal mir die restlichen Dinger durch. So, dann haben wir den Dominator. Was ist, um die Dinger anzublenden? Ja, das können wir zum Schluss noch machen. Dominator. Wie findest du noch einmal wieder 5 von 10? Ja, weil ich finde, die sieht nicht schlecht aus. Ich finde, das sieht. Du gibst ja nicht wirklich 5 von 10. Doch. Oder? Weil ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Ich finde, das Top sieht eigentlich ganz cool aus. Ich finde, die Hose sieht eigentlich ganz cool aus. Ich finde, die sieht. So sieht es auch nicht hässlich aus. Ich finde, die sieht nicht schlecht aus. Deswegen kriegt ihr von mir 5 von 10. Das ist richtig. Ja. Bist du denn des Wahnsinns? Nein, ich bin nicht des Wahnsinns. Ich bewerte inzwischen auch ein bisschen danach, ob mir etwas gefällt oder nicht. Und nicht nur, ob es ein No-Skin ist oder nicht ein No-Skin, sondern ich finde, das sieht nicht schlecht aus. Deswegen kriegt es von mir 5 von 10. Ja, du weißt meine Bewertung. Also, die überspringen wir jetzt einfach 0 von 10. Mal. 0! Die überspringen wir jetzt 0. einfach mal. 0! Die überspringen wir jetzt einfach mal, sonst haben wir gleich wieder 5 Abonnenten weniger. So. 3,23 von 5 bei 13 Votes. So, ja, und dann sind wir damit auch schon durch. Und jetzt geht's los. Jetzt bin ich mit dem Fandangle beschäftigt. Und ich schlafe. Gute Nacht, Leute. Also. Hiermit könnte ich mir es gut vorstellen. Oh, der Router war böse. Das sieht aber ganz cool aus. Da sieht es ganz cool aus. So, oh ja. Das ist nur grausam. Nö, grausam finde ich den nicht. Du hast dir ja auch 8 von 10 gegeben. Ja. 7 von 10. Alles schlecht aus. Das hier, was okay aus, da ist so Pokémon da. Beim Pokémon sah es echt gut aus, ja. Der Rest war schlecht. Muss ich echt sagen, beim Pokémon sah es echt ganz gut aus. Der Rest war schlecht, vielleicht. Das ist ihre Meinung. Aber jeder darf eine andere Meinung haben. Guck dir das mal an. Wenn es schon nicht mit Blacknet und Spider-Man nicht gut aussieht, das ist schon für mich ein verkackter Emote. Das sind meine Maiden-Skins. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es wieder bei Knockops geil aussieht, weil bis jetzt habe ich fast nichts gefunden, was bei Knockops scheiße aussieht. Dann probier es mal. Mach mal dann. Nein, mach mal dann. Ich gehe dann dahin. Das sieht alles beschissen aus.
Tut mir leid, aber das ist schlimm. Dieser Emote ist schlimm. Es gibt keine schlimmeren Emotes. Doch. Da, wo ich Kopfschmerzen habe. Ist mal die Herzchen. Nein. Oder nicht dieses Rädchen da. Das ist auch nicht okay. Es sieht alles kacke aus damit. Das ist unfassbar. Guck mal, was ist das? Herr sofort. Können Sie jetzt mal, weil andere Leute wollen es vielleicht so sehen und sie wollen nicht hier ihr Genörgel und Genöle und so hier ins Hemd. Hören Sie doch nicht. Es gibt bestimmt auch Leute, die damit einschlafen. Stimmt. Also anstelle von ASMR gucken die sich dann das jetzt hier an. Ja, gleich. Bei dem finde ich jetzt auch nicht schlecht aus beim Lebkuchenmann. Ist jetzt auch nicht schlecht davon. So, welchem Skin fanden Sie bis jetzt da gut? Beim Pokémon-Skin fand ich. Und was noch? Bis jetzt erstmal, jetzt schauen wir mal. Also. Suchen Sie noch nach irgendwas? Ich werde schon noch einen guten finden. Oh Gott. Bei der sieht's aber witzig aus, ohne Scheiß. Bei der sieht's echt witzig. Aber es sieht witzig aus bei ihr, ohne Scheiß. Das bin ich so dumm. Ist das ein Scheiß? Also, das ist unglaublich. Ah, jetzt. Knock-Ops. Okay. Das sieht einfach nur schlecht aus. Ist das witzig. Piraten, guck mal, mit Piraten. Wie bist du denn mit Piraten schon? Oh, auf einem Bein hier und einem. Leute, das ist schlimm. Ich habe noch nie einen schrottigeren Emote gesehen. Oh, jetzt hier. Ja, ich bin auch schon drauf. Guck dir das mal an! Das sieht aus, als würdest du auf dem Pferd reiten, halt ein bisschen unkontrolliert, aber. Das ist unkontrolliert und ohne Pferd. Ja, aber guck doch mal, so breitbeinig und so. Als wäre so ein so Gaul hocken. Codewort Krokette. Was, wieso Codewort Krokette? Sieht aus wie, schmeckt wie. Jetzt gucken wir mal bei dem hier. Das sieht schlimm aus. Alter, das ist grausam. Bei dem finde ich es gar nicht mal so schlecht. Ich finde es eigentlich bei dem ganz cool. Muss sagen. Doch? So. Da kann man gar nicht schlafen. Aber es geht gar nicht. Unmöglich. Das Einzige, was da dran cool aussieht, ist das Kind. Guck dir das mal an, was ist das? Jetzt. Also sofort, sie machen den ganzen Effekt. Ich wollte nur sehen. Das
So, wie viele haben wir denn noch? Wir nähern uns dem Finale. Wir nähern uns dem Finale. Was denn? Jetzt haben wir mal noch uns reden, wo es gut aussieht. Mit dem Gidi ab. Machen wir mit dem Gidi ab. Mit dem was? Gidi ab. Was ist eine Gidi ab? Gidi ab. Oh ja, ach so, den meinst du. Ja, machen wir gleich mal. Wir kommen gleich dahin. Wir kommen gleich dahin. Der Gidi ab. So. Wir sind muss jetzt nicht die Reihe durchgehen. Was ist das? DJ Yonda. Das Kind, worauf die Nose gestolzt sind. Bei der sah es jetzt alles gut aus. Ja. Aber das ist die Bandit. Ich finde, das sieht auch nicht schlecht aus. Du sagst es einfach nur, weil du nicht willst, dass die Vampirelle rausfliegt. Nein, das, ich finde, das sah echt bei ihr nicht schlecht aus. Das sieht auch schlecht aus. Das sieht auch schlimm aus. Oh, jetzt wird's. Das passt bestimmt gut. Das passt bestimmt gut. Nein, doch! Jetzt guck hier, erster Teil, er reitet ganz gechillt auf seinem Pferd. Jetzt ist halt der Hoppelweg. Ja, er kommt ins Stolpern, so, und jetzt ganz cool wieder. Und jetzt. Oh, Leute, gleich macht es weg. Guck mal, wie das. Mach das weg! Ah, guck doch mal, wie es von der Seite aussieht. Geil, oder? Guck doch mal hier. Guck doch mal, von der Seite sieht es echt witzig aus. Komm. Von der Seite sieht's echt cool aus. Guck doch mal. Hör auf! Warum? Mach's weg! Was soll das? Ich bin ein nächstes Kind. Warum? Das sieht mega. Das sah jetzt mega geil aus. Das sah mega geil aus. Von der Seite gucken wir. Von der Seite sieht's. Alter, Leute, ich muss ja gleich die Tür umschauen. Von der Seite? Jetzt war bei der, jetzt pass mal auf die Wackelaugen. Traurig, das. Ach übrigens, Leute, bei uns, ne? Morgen, richtig geil. Wir haben morgen an die Leute, die vielleicht ein Stream erwartet haben. Es könnte sein, dass morgen kein Stream kommt, weil bei uns morgen eine Unwetterwarnung ist. Rot. Also Unwetterwarnung, Alarmstufe rot. Ja, schauen wir mal. Und es könnte sein, wenn es uns trifft, dann könnte es sein, dass wir den ganzen Tag lang kein Internet haben und dadurch halt auch nicht. Das wird ja, so gesagt. Das, ja. Leute, ich weiß ja, damals hatten wir das schon gehabt in Alarmstufe Gelb und die Stürme waren schon unfassbar heftig. Und jetzt in Alarmstufe Rot, Leute, wenn das uns trifft, da wird gar nichts mehr geschehen. Jetzt schauen wir das mal so. Aber guck mal, bei dem sieht es mega cool aus. Ich finde, bei dem sieht es mal mega cool aus. Ne, sieht nicht nur okay aus, sieht richtig cool aus. Guck mal hier, so auf der Seite. Ne, sieht echt cool aus. Also. Sucht jetzt noch eine aus? Ja, es ist ja nur noch eine übrig. Oh Gott. Was machst du gerade? So. Also, ich mache jetzt noch. Ein allerletztes Mal nochmal den rein, wo ich am. Also, ich fand den ganz cool und ich muss den jetzt nochmal ganz kurz. So, zum Abschluss
lassen wir uns den nochmal so schön von hinten gucken, wie es aussieht. So, ja Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben das da, schreibt was in die Kommentare. Achso, die Bewertung muss ja auch noch mit rein von dem Ding. Das war das hier, Fandangle. 5 von 5, Leute. Einfach 5 von 5. Ja. Ja, eine Bewertung. Das hat noch nicht viel zu sagen. So. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News. Mit dem Herzen sofort und mit dem Herzen. Schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.